In diesem Video erklären wir, wie man DOM einstellt, was das DOM-Delta ist und wie man es benutzen kann. Unter dem Video sind die Timecodes für die bequeme Suche Ihrer Frage zu finden, um nicht das ganze Video ansehen zu müssen, wenn Sie eine konkrete Funktion oder Einstellung benutzen wollen. DOM aktiviert man in der linken oberen Ecke mit Hilfe der Taste View DOM. In der linken Seite von DOM befinden sich die Bit-Ask-Werte. Rechts wird das DOM-Delta widerspiegelt. Sie zeigt die stornierten und die hinzugefügten Orders für jeden Preis. In diesem Fall zum Beispiel werden für die nächsten Bits 8 Verträge storniert. Und für das nächste Ask werden 5 Verträge hinzugefügt. Für das folgende Bit werden 15 Verträge hinzugefügt. Und später werden noch 16 Verträge hinzugefügt. Diese Information kann man in der Dynamik analysieren lassen und die Schlussfolgerungen über die Übermacht einer der Seiten machen. Es gibt zwei Delta-Typen. Die Einstellungen befinden sich im Setup-Menü: Settings, Miscellaneous, DOM, Delta by, Self, das sind die stornierten und hinzugefügten Orders. Und der zweite Delta-Typ ist Mirror Level, das heißt Mirror-Linien. Dieses Delta zeigt den Unterschied zwischen gleich gelöschten oder Mirror-Linien und ermöglicht die Übermacht zwischen Bits und Ask einzuschätzen. Fügen wir ein Beispiel hinzu, was widerspiegelt wird. Dieses Delta vergleicht das erste Bit und das erste Ask. Wir haben 19 Ask-Lots und 45 Bit-Lots. Die Übermacht der Käufer beträgt 26 Verträge. Auf gleiche Weise wird das zweite Ask und das zweite Bit verglichen. 54 gegen 89 Verträge. Die Übermacht der Käufer beträgt 35 Lots. Auf solche Weise vergleichen wir im Moment, wer die Übermacht hat, wo es mehr Asks und Bits gibt. Jetzt betrachten wir die DOM-Einstellungen. Öffnen wir MarketWatch, Setup, DOM Settings. Chart Margin ist der Abstand zwischen dem DOM und dem Chartfenster. Vergrößern wir zum Beispiel den Abstand und wählen wir 50 Pixel aus. Wir sehen jetzt, dass DOM einen größeren Abstand vom Chart hat. Show Total Volume widerspiegelt die gesamte Bit- und Ask-Zahl. Die gesamte Ask-Zahl wird über Asks und die gesamte Bit-Zahl wird unter Bits widerspiegelt. Dann gibt es die Einstellungen der Lage der Bit-Ask-Gesamtzahl. Diese Zahl kann man rechts neben dem Preis widerspiegeln. Wählen wir Right aus. Nun ist die Gesamtzahl gleich beim Preis zu sehen. Total Volume Levels, das ist die Zahl der Zeilen, die bei der Berechnung der Bit-Ask-Gesamtzahl berücksichtigt wird. Dann verfügen wir über die Farbeneinstellungen der Gesamtzahl. Bit Color 1 und Bit Color 2, das sind die Farbeneinstellungen der Bit-Ask-Histogramme. Mit dem dunkleren Farbton werden die relativ kleineren Werte bezeichnet und mit dem helleren Farbton werden die relativ höheren Werte bezeichnet. Dasselbe gilt für Asks. Dann verfügen wir über die DOM-Rahmenfarbeneinstellungen und über die Zeiteinstellungen. Farbe des letzten Bits und Farbe des letzten Asks. Self-Delta-Up, Self-Delta-Down, das sind die Self-Delta-Histogramm-Einstellungen, die stornierte und hinzugefügte Orders widerspiegeln. Mit der dunklen Farbe werden die kleineren Werte und mit der hellen Farbe werden die größeren Werte gekennzeichnet. Dann haben wir Delta-Mirror-Einstellungen. Alle gegenwärtigen Farben können wir wechseln.
Show Histogram Always widerspiegelt das DOM-Histogramm. Wenn wir diese Funktion ausschalten, werden dann nur die Zahlen widerspiegelt. Als nächstes gibt es die Bit-, ASCII- und Delta-Schriftfarbeneinstellungen im Modus des aktivierten Histogramms. Flow by Cell Color, das sind die Flow by Cell Histogramm-Einstellungen, die ausschließlich die Marktorders widerspiegelt. Zu diesem Modul wird es auf unserem Kanal in der nächsten Zeit ein Video geben. Vielleicht ist das Video bereits verfügbar. Man kann auch die Bits und Asks im DOM filtern lassen. Setup, Other Limits. Machen wir ein Beispiel mit ASCII-Einstellungen. Wählen wir die Menge der ASCIIs aus, zum Beispiel 120. Wählen wir die Schriftfarbe und die Histogrammfarbe sowie die Rahmenfarbe aus. Wir können auch den Zeitraum der Aktivierung dieses Limits einstellen. Klicken wir New. Das wäre alles. Wenn Sie zusätzliche Fragen über die DOM-Einstellungen oder DOM-Funktionen haben, wenden Sie sich bitte an unsere technische Unterstützung. Den Kontakt finden Sie in der Beschreibung unter diesem Video. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schönen Tag noch.